lese uns den Predigttext, der für den heutigen ersten Advent vorgeschlagen ist. Aus dem Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 14. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf erwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Amen. Welch ein Stimmungswechsel. Am letzten Sonntag war hier Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Und wir haben die Liste derjenigen vorgelesen, die im vergangenen Jahr, im vergangenen Kirchenjahr verstorben sind und die von unserer Gemeinde aus beerdigt wurden. Wir Pastoren hatten schwarze Talare an. Und jetzt, eine Woche danach, ist erster Advent. Wir sehen hier diesen Adventskranz von Pastor Wichern im Rauen Haus erfunden, um seine Jungs mit schwierigen sozialen Hintergründen vorzubereiten, einzustimmen auf das Weihnachtsfest, auf die Geburt des Heilandes, Jesus Christus. Wir sehen da unseren wunderbaren Weihnachtsstern als Zeichen dafür, dass der gekommen ist, auf den die ganze Welt wartet und nachdem die ganze Welt sucht, sofern sie Gott sucht, und unsere großartige, berühmte Jenfelder Krippe, wo genau das dargestellt wird. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist geboren. Der Heiland der Welt ist gekommen. Stimmungswechsel. Stimmung von der Ausrichtung auf die Trauer, die so wichtig ist, die nötig ist, auf den Abschied und zugleich verbunden mit einem Hoffnungslicht. Ja, es gibt die Auferstehung der Toten, aber dieses Abschiednehmen, dieses Traurigsein steht doch im Vordergrund, hin dazu, dass es eine Hoffnung gibt, die stärker ist als der Tod, ja, eine Gewissheit auf die Auferstehung. Ein Londoner Taxifahrer, der fuhr einmal den anglikanischen Bischof N.T. Wright, und dieser Bischof, der sah sehr sorgenvoll aus, belastet mit der schweren Verantwortung, die er zu tragen hatte, und er setzte sich zu diesem Taxifahrer ins Auto, und der Taxifahrer wurde zu seinem Seelsorger, indem er einen Satz sagte, den dieser Bischof später noch oft zitiert hat. Der Londoner Taxifahrer sagte also: Wenn Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dann ist alles andere im Grunde Rock'n'Roll, nicht wahr? Verstehen Sie? Wenn wir das wirklich glauben können, Jesus ist von den Toten auferstanden und wer an ihn glaubt, wird ewig mit ihm leben. Dieses Leben ist eine ganz, ganz kleine Spanne im Vergleich zu der Ewigkeit, die noch kommt. Das, was wir vielleicht in diesem Leben zu erdulden, zu erleiden haben, ist unvergleichlich klein, auch wenn es im Moment riesig aussehen kann,
im Vergleich zu der Herrlichkeit, der Schönheit, des Wunderbaren, das noch kommt. Wenn wir das glauben können, dann wird das, was wir in diesem Leben noch zu erdulden haben, durchtränkt von einer Leichtigkeit, von einer Gelassenheit, von einer Vorfreude auf das, was kommt, die zu einer Freude wird, schon jetzt, zu einer Freude, die unser ganzes Leben wie so ein Unterstrom durchzieht. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dem Auferstandenen, und uns klar machen, was das heißt, dann wird aus der Dunkelheit, der Trauer, die Helligkeit des Glaubens. All diese Lichter, und Advent heißt ja, wir haben es eben auch gesungen, ein Licht brennt, das Licht des Glaubens, der Gewissheit, Jesus lebt. In Vers 14 steht dazu, zieht den Herrn Jesus Christus an. Das ist der Punkt, um den es geht. Und wenn du jemand bist, der das für sich noch nicht klar gemacht hat, dass er zu diesem Jesus Christus gehört, dann mach ganze Sache mit ihm. Dann lass das nicht irgendetwas außerhalb deines Herzens sein, das du vielleicht für wahr und richtig hältst, sondern mach ihn zum Zentrum deines Lebens, um dein Leben in sein Licht zu tauchen. Und euch anderen, die ihr längst glaubt, sage ich, glaubt wirklich, was ihr eigentlich glaubt. Lasst diese Tatsache, das Licht Jesu, erhellt alle Finsternis eures Lebens an euch heran. Lasst diese Tatsache, ihr werdet ewig leben mit Jesus, euer Leben schon im Hier und Jetzt bestimmen. Das bedeutet Befreiung von der Angst vor dem Tod und vor allem anderen, was unser Leben sauer macht. Befreiung zu einem neuen Lebensstil, denn dann können wir ganz anders leben. In Vers 12 wird das so schön gesagt: Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Dann, wenn die Nacht am dunkelsten ist, ist zugleich die Minute gekommen, in der die Wende geschieht. Ab da wird es immer heller. Das dürfen wir wissen, dass das nicht nur ein Beispiel aus der Natur ist, sondern dass es eine Glaubenstatsache ist. Nach der Finsternis kommt das Licht des Lebens, der Auferstehung. Und diese Werke der Finsternis, die hier aufgezählt werden, das klingt ja ganz grob, Schwelgereien und Trinkgelage, Unzucht und Ausschweifung, Streit und Eifersucht, erscheinen wie etwas, das noch bestimmt ist von der Dunkelheit, das noch bestimmt ist davon, dass ein Mensch in sich selbst verkrümmt ist, nur um sich selbst dreht, mit seinen Egoismen, aber auch mit seinen Nöten und seiner Angst. Erscheint wie etwas, das Menschen brauchen, die nicht wissen, dass sie unendlich geliebt sind von Gott und die nicht wissen, dass ihre Zukunft die Herrlichkeit ist, das Menschen brauchen, weil sie sich ablenken müssen. Ablenken von dem, dass sie eigentlich Angst haben, dass sie eigentlich mit diesem Leben nicht zurechtkommen. Wenn wir an Jesus glauben, dann brauchen wir all das nicht mehr. Und wir können es getrost abstreifen als etwas von dem, was uns ablenkt von dem Eigentlichen. Wir können die Finsternis ablegen als etwas, das das Licht in uns hindert. Und dann ist hier von diesen Waffen des Lichts die Rede. Legt an, zieht an die Waffen des Lichts. Das klingt ja eigenartig militaristisch, martialisch, kriegerisch.
zieht an die Waffen des Lichtes. Man ist geneigt zu denken an den Dschihad, an den heiligen Krieg, von dem im Koran die Rede ist. Aber das, was wir im Moment erleben an Dschihad, IS und all das, was damit zusammenhängt, ist das genaue Gegenteil von dem, was hier gemeint ist. Denn wir sollen nicht anlegen, die Waffen der Finsternis und des Mordes und der Gewalt, sondern wir sollen anlegen, die Waffen des Lichtes, die Waffen der Liebe. Christsein bedeutet, ein Liebender zu sein. Es geht nicht um Waffen zum Tode, sondern es geht um Waffen zum Leben. Es geht darum, dass unser Hass sich verwandelt in Liebe, in Gottes Liebe und Nächstenliebe. Wir dürfen leben im Licht des kommenden Tages. Wir wissen, was kommt. Und weil wir wissen, was kommt und weil wir wissen, dass wir unendlich geliebt sind, werden wir zu Liebenden. In dem ersten Vers unseres Textes, da heißt es, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Darauf läuft das alles hin. Und ich weiß schon, in einigen von Ihnen kommt jetzt ein Gedanke, da ist die Rede davon, wir sollen lieben, liebe deinen Nächsten. Und Jesus sagt sogar einmal, liebet eure Feinde. Und sie denken sich, das kann ich doch nicht. Das ist doch eine Forderung, die gar nicht erfüllbar ist. Wie kann ich denn meine Feinde lieben? Wie kann ich denn etwas tun, das ganz meinen Gefühlen widerstreitet? Die Gefühle. Ich hatte mal zu tun in der Seelsorge mit einem jungen Mann, verheiratet, zwei Kinder. Der kam das erste Mal zu mir, weil er seine Frau betrogen hatte. Und er wollte Beichte und er wollte Hilfe, damit sein Leben anders werden kann. Und er sagte, das kam einfach so über mich und ich konnte mich nicht dagegen wehren. Gut, Beichte, langes Gespräch, was kannst du tun, um das zu verhindern, dass du wieder in so eine Situation kommst? Das nächste Mal sprach mich seine Frau an und sagte, er ist jetzt ausgezogen, er ist mit dieser Frau zusammen und es ist diesmal schlimmer als beim ersten Mal, denn er sagt, jetzt sind Gefühle im Spiel. Nicht nur pure Körperlichkeit, sondern Gefühle der Verliebtheit, der Zuneigung. Gefühle an sich sind etwas, das von Gott geschaffen ist. Gefühle sind wichtig, dass wir sie ernst nehmen. Wie geht's dir eigentlich? Gefühle können wunderbar sein, gerade in einer Liebesbeziehung. Aber wenn die Gefühle uns bestimmen, wenn die Gefühle unser Boss sind, wenn wir unseren Gefühlen unbedingt gehorsam sein müssen, dann werden sie zum üblen Sklavenhalter, der unser Leben zerstört. Hier hat dieser Gehorsam gegenüber den Gefühlen von diesem jungen Mann seine Familie zerstört, seine Frau und seine Kinder unglücklich gemacht. Und er ist mit der nächsten Frau auch nicht glücklich geworden. Ich bin heilfroh, sage ich Ihnen mal ganz persönlich. Ich war ein halbes Jahr krank, ich habe das neulich erzählt, dass ich wusste, egal wie unsympathisch ich werde, und ich war manchmal wirklich nicht einfach auszuhalten, dass meine Frau zu mir hält, weil sie sich für mich entschieden hat. Das haben wir so zueinander gesagt und das haben wir ernst gemeint und das meinen wir bis heute ernst. Gefühle können schwanken. Gefühle können weggehen. Ein Mensch kann ganz schwierig werden, so wie ich es geworden war,
aber ich konnte mich völlig darauf verlassen, meine Frau wird mich nicht verlassen. Sie hat sich für mich entschieden. Sie steht mir bei. Und das hat mir eine unglaubliche Sicherheit auch in der Situation gegeben. Liebe ist eine Entscheidung. Jedenfalls stabile Liebe. Liebe ist eine Entscheidung. Und deshalb kann ich auch meine Feinde lieben. Deshalb kann ich auch diejenigen, die ich überhaupt nicht mag, die ich überhaupt nicht riechen kann, bei dem sich meine Nackenhaare aufstellen, wenn sie den Raum betreten, lieben. Weil ich kann die Entscheidung treffen, für den das Beste zu wollen. Und wenn ich irgendeine Sache tue, ihm nicht zu schaden, sondern ihm zu nützen. Die grundsätzliche Entscheidung, niemandem schaden zu wollen, sondern für jeden, auf den ich irgendwie Einfluss habe, das Beste zu tun und zu machen, soweit es meine Kräfte zulassen. Das ist die Liebe, von der Jesus spricht und von der Paulus hier spricht. Liebe als eine Entscheidung. Und dann ist wichtig, wie kann ich denn überhaupt lieben? Was ist denn Liebe? Der junge Mann, der dachte, als er seine Frau verließ und zu anderen ging, es ist doch Liebe, die mich zu dieser Frau treibt. Und es ist doch besser, zwei Frauen zu lieben, als eine Frau zu lieben. Ich weiß nicht, ob er das gedacht hat, aber man könnte ja so spinnen und einige reden ja auch so. Liebe braucht eine Methode. Wir brauchen einen, der uns sagt, wie wir denn überhaupt lieben können. Und derjenige, der uns sagt, was wirklich Liebe ist und wie wir Liebe praktizieren können, was die Methode der Liebe ist, das ist der Erfinder der Liebe. Das ist Gott selbst. Und er hat uns deshalb seine Gebote gegeben. Liebe ist die Erfüllung der Gebote, heißt es hier. Indem wir Gottes Gebote befolgen, lieben wir. Eins dieser Gebote heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Gott hätte diesem jungen Mann, und wenn er die Bibel gelesen hat, dann hat er es ihm auch gesagt, du liebst nicht, indem du deine Frau verlässt und zu der nächsten gehst, in die du verliebt bist, sondern du liebst, indem du nicht die Ehe brichst, sondern treu bist. Wir sind zu doof, um zu wissen, was Liebe ist und wie wir lieben können. Aber deshalb hat Gott uns seine guten Gebote, seine Gebote des Lebens und der Freiheit gegeben, damit wir wissen, was Liebe ist und wie wir Liebe leben können. Amen. Ich komme zum Schluss. Es ist wichtig, dass wir mit Jesus ganze Sachen machen. Das alles, was ich eben gesagt habe, bleibt leere Moralpredigt, wenn ich nicht selber in meinem Herzen mit Jesus verbunden bin, wenn ich ihm nicht mein Leben anvertraut habe. Aber wenn ich das getan habe oder wenn ich das heute tue, dann kommt eine neue Kraft in mein Leben hinein, die all das, wovon ich geredet habe, erst ermöglicht. Dann kommt Licht in meine Finsternis. Dann passiert etwas Übernatürliches. Und wenn ich mit diesem Jesus lebe als meinem Herrn und Retter, dann kann ich mich fragen, was ist denn in meinem Leben noch, das bestimmt ist vom Finsteren? Wo gibt es in meinem Leben Bereiche, die von der Dunkelheit und von der Gottesferne bestimmt sind, obwohl ich eigentlich anders leben möchte? Und ich kann diese Dinge lassen und ich kann mein ganzes Leben im Licht dieser Liebe zu Gott und den Menschen leben. Er will uns die Kraft dazu geben. Mein Wunsch an diesem ersten Advent 2015 ist, dass wir alle, die wir hier jetzt in dieser Kirche sind, immer mehr zu Kriegerinnen und Kriegern der Liebe Gottes werden. Gegen alles, was Menschen kaputt macht. Die Bibel nennt das Sünde.
und für Gott und die Menschen in unserer Familie, in unserer Gemeinde, an unserem Arbeitsplatz, in jedem Bereich unseres Lebens. Denn wenn Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dann ist alles andere im Grunde Rock'n'Roll. Nicht wahr? Amen.